Wir legen jetzt los. Wir werden die Ingwertalstoffe pürieren. Der Vorteil dieser Gemüsesuppe besteht darin, dass man sie sehr schnell zubereiten kann, die sehr gesund ist und die Inhaltsstoffe variabel bleiben. Der erste Schritt, die rote Paprikasuppe, jetzt führen wir die grüne dazu. Jetzt kommt die Gurke hinzu. Wenn Sie keine Gurke mögen, können Sie die weglassen und durch Tomatensaft oder mehr Paprikaschoten ersetzen. Das gleiche gilt für alle anderen Inhaltsstoffe. Wird variiert die Farbe und auch der Geschmack, aber das ist ja Sinn der Veranstaltung. Es gibt in Andalusien 9 Provinzen und jeder hat ihre eigenen Gemüsesorten, entsprechend sind auch die Gazpachos immer unterschiedlich. So, das war der erste Schritt. Jetzt werden wir ein bisschen Tomatensaft hinzufügen. So, wir füllen jetzt ein bisschen ab, weil der Topf etwas klein geraten ist. Jetzt kommt der eigentliche Hauptanteil dieser schönen Speise, das Abschmecken. Wir haben jetzt alle rohen Inhaltsstoffe drin, bis auf den Knoblauch, der kommt jetzt noch hinzu. Wir mögen es kräftig, Sie können natürlich auch weniger nehmen, kein Problem. Ich werde jetzt einmal abschmecken. Okay, Knoblauch stimmt. Jetzt kommt Salz hinzu. Jetzt kommt der Pfeffer hinzu. Wir nehmen weißen Pfeffer, warum? Weil er nicht zu sehen ist, er macht keine schwarzen Punkte. Jetzt kommt das Olivenöl hinzu, kalt gepresst. Ich habe jetzt meine Erfahrung verlassen und noch nicht abgeschmeckt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Sie können natürlich jeden einzelnen Schritt überwachen, indem Sie vorher immer ein Stück davon nehmen. Und zwar genau so. Wir werden den Tomatensaftanteil erhöhen. Warum? Weil ein bisschen Säure fehlt. So, nächste Probe. Die spannendste Arbeit an der ganzen Sache ist eigentlich das Abschmecken. Denn da scheint letztendlich auch die schmackliche Qualität. Genau. Außerdem fehlt noch ein bisschen Salz. Jetzt wissen Sie, warum Köche keinen Hunger haben, wenn sie mit der Arbeit fertig sind. So. Sehr schön. Der Pfeffer ist zu spüren, der Salz ist perfekt. Ich würde noch einen Schuss Olivenöl nehmen. Der Knoblauch ist präsent. Aber wir werden noch ein bisschen Olivenöl dran hinzufügen. Und dann nochmal probieren. Wir nähern uns dem Ende. So. Es fehlt noch der frische Koriander, aber wir werden vorher die Speise erstmal durch ein Sieb pressen, um die Bestandteile der Paprikaschoten herauszunehmen. Und dieses Restprodukt hier aus der Herstellung von unserem Gazpacho werden wir als Brotaufstrich verwenden, indem wir es verfeinern mit Olivenöl, mit Essig, mit Knoblauch. Und wie gesagt, als Brotaufstrich verwenden. So, jetzt haben wir hier den Gazpacho und der ist jetzt relativ flüssig. Man kann ihn jetzt so verwenden, wie er ist. Man kann ihn aber auch mit ein bisschen Brot andicken. Einfacher ist, wenn man die vorher einweicht, die Stocken, die Stückchen Brot in der Soße, in dem Gazpacho, weil wir haben es ein bisschen eilig. Machen wir noch mal eine Kontrolle, geschmacklicher Art. Okay. Ich denke, das ist so in Ordnung. Der Knoblauch kommt langsam richtig zur Geltung. Das
Das wird ein sehr schöner Gazpacho. Gut, damit wäre die Herstellung des Gazpacho erstmal beendet. Dieses Gericht gibt es in zwei Varianten bei uns. Einmal vegetarisch, so wie sie jetzt vor mir steht, und eine Variante mit Schinken und Ei. Serrano-Schinken im Ofen getrocknet, 180 Grad, ungefähr eine Viertelstunde. Und den verteilen wir jetzt schön kross, wie er ist, auf dem Gazpacho. Jetzt kommt die Endphase der Dekoration. Wir werden jetzt das fertige Gazpacho mit einem Ei anreichern. Mit einem gekochten Ei. So. Das ist jetzt abgesoffen. Es sollte eigentlich oben drauf schwimmen. Jetzt wird es mit Koriander dekoriert. Buon provecho. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.